Liebe Freunde, schönen guten Morgen, guten Abend, wie auch immer, euer Filzstifti hier. Ich gebe euch mal ein kurzes Update, was sich ereignet hat in der letzten Folge. Tatsächlich eine wilde Folge, ihr habt ja selber gesehen. Wir haben erst einmal so tief gepokert, ansonsten hätten wir wahrscheinlich sogar gewonnen, das Rennen. Dann haben wir vielleicht nicht genau genug hingeschaut. Auf jeden Fall war die Anzeige falsch bei der roten Flagge. Da war nämlich gesagt, dass es Wet-Bedingungen weiter sind. Aber anscheinend nur zu dem Zeitpunkt, als es da war. Das Rennen wurde ja dann 20 Minuten unterbrochen und danach waren es dann keine Wet-Bedingungen mehr. Wir hatten also zweimal die falsche Reifenwahl. Einmal Inters, einmal Wets. Hätte genau andersrum sein müssen. Und dadurch sind wir dann letzter geworden. Hervorragend. Das freut uns natürlich als aufstrebendes Team sehr. Gut, passiert manchmal. Kann man nicht ändern. Ansonsten ist noch jede Menge passiert. Ich bringe euch hier auch mal ganz kurz auf Stand. Wir sind dabei, die Autoteile weiterzuentwickeln. Ihr seht hier schon temporäre Schließung. Hervorragend übrigens an der Stelle. Kam wieder so eine E-Mail. Oh, der Windkanal. Ganz schlecht. Wir müssen 9 Tage schließen. Und habe ich zugestimmt, da war ein Risiko benannt, dass wenn wir es nicht machen, dass es irgendwie noch schlimmer wird. Ich weiß nicht genau, was das dann hätte bedeutet oder was das dann bedeutet hätte. Deswegen habe ich es einfach gemacht und fertig. So, darüber hinaus haben wir jetzt ein neues Chassis am Auto, was ich euch auch schon nochmal zeigen kann, was unser Auto auch nochmal etwas verbessert. Das ist das C3 Chassis. Ihr wisst, ich bin jetzt hier in dieser Saison auf einen etwas anderen Entwicklungszyklus gegangen. Ich mache sehr, sehr viel mit, ich mache immer noch viel mit Intensiv. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Intensiv wirklich der richtige Weg ist. Wir geben da sehr, sehr viel Geld aus. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wir hätten wahrscheinlich eher über normale Teile das entwickeln sollen oder weiterentwickeln sollen. Und dann halt relativ viel davon. Aber müssen wir mal gucken, ob das so gut ist oder ob das nicht so gut ist oder wie auch immer. Genau. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt ein neues Teil und zwar einen neuen Chassis. Leider immer noch mit dem alten Frontflügel hier an der Stelle. Die haben wir mittlerweile schon ein hohes Risiko. Also es wird halt Zeit, dass wir da was Neues haben. Neue Unterboden, neue Heckflügel kennt ihr ja schon. Mal schauen, was uns das neue Chassis, zumindest ein neues Teil, was uns das bringt an der Stelle. Ich bin gespannt, liebe Leute. Wir starten rein. Aserbaidschan. Grand Prix. Wir machen zuerst erstmal Training, Qualifying, dann gibt es auch noch einen Sprint. Das wird ein langes Wochenende. Grüße aus Aserbaidschan. Und kein Regen. Ja, sonst habe ich mich eigentlich immer auf die Regenrennen gefreut. Nachdem gerade eben, ich bin mir da unsicher. Niedrige Geschwindigkeit entscheidend, Höchstgeschwindigkeit entscheidend. Das ist sehr schlecht. Unser Auto ist schlecht in niedriger Geschwindigkeit. Wir werden hier wahrscheinlich nicht allzu viel erwarten können, was das anbelangt. Nun ja. Wie es ist, so ist es, Leute. Habe ich jetzt auch nichts damit. Okay, Setup. Wir gehen mal auf, wie gesagt, niedrige Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit. Also, wahrscheinlich ist es so Mittelflügel. Stabi drehen wir hier mal runter. Tap, tap. Tap, tap. Hier drehen wir das alles beides mal ein bisschen runter und drehen dafür den Stabi mal hoch. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Okay, Setup ist erstmal gut soweit. Die Teile, glaube ich, sind auch die alten hier, so wie es sein soll. Können wir starten. Training 1 verwalten. Dadurch, dass es ein Sprintwochenende ist, versuche ich mit den Jungs sofort gleich hier im Training etc. das hinzukriegen. Beziehungsweise Manager auch selber. Ne? Ja, Aserbaidschan ist auch so eine interessante Strecke. Hier hinten kann man ganz gut überholen, lange Gerade. Hier geht's auch. Hier hinten ist es ganz schwer. Da klappt da nicht allzu viel davon.
Karin, okay? Yeah, it's all good. Mhm. Okay. Immerhin, all good. Schon mal nicht schlecht. Schauen wir mal, was er sagt. Okay, okay, okay. Kurvengeschwindigkeit. Mhm. Kurvengeschwindigkeit spricht für viel oder wenig Radsturz. Relativ viel hiervon. Dann würde ich den Flügel nochmal einen runterdrehen. Dann gehen wir mal mit dem Setup hier ins Werk. Eine Runde mehr Sprit. Als wir es brauchen. Okay, Esteban, Balance Update, when you can. Balance Update. Ja, the entries are not fantastic. Entries are not fantastic, sagt er. Mhm. Ja. Weiß auch wieso, weil ich dir viel zu viel Flügel gegeben habe. 1% Setup-Vertrauen ist ja echt hervorragend. Machen wir mal so. Stabi drehen wir hoch. Radsturz drehen wir runter. Könnte passen. Schauen wir mal. Hat's auch geschafft mit 17 Runden eigentlich. Neue Reifen kriegen die jetzt erstmal nicht. Wir dödeln das mal auf den Reifen hier durch. Ist eh ein Sprintrennen, liebe Leute. Da können wir nochmal ein bisschen mehr Reifen gut gebrauchen. Ja. Mal sehen, wo wir rauskommen beim Setup. Ist immer so eine. Is you all okay? Very, very nice job. Okay, that's good. Immer so eine Sache zwischen. Okay, Traktion nur gut. Traktion will also auf die andere Seite. Das ist spannend. Wie kriegen wir die Traktion jetzt hier auf die andere Seite, Leute? Mit einmal Stabi weniger. Und dann muss man den Radsturz noch ein bisschen anpassen, glaube ich. Ein Klick weniger Flügel. Ja, passt. Gehen wir hier mal dahin, würde ich sagen. Es. Ja, warum nicht? Let's go. Reifen bleiben immer noch die alten. Passt. How do you feel about doing another lap on this set? Balance pretty good. Copy. Sagt auch, zumindest pretty good. Ist ja gar nicht so schlecht. Mal sind wir hier bei der Kurvengeschwindigkeit, Traktion gut, Geraden gut. Mhm. Sagen, ihm gebe ich ein bisschen mehr. Das sieht nach einem guten Setup aus, Leute. Das sieht nach einem guten Setup aus. Wir gehen hier von großartig in eine Richtung. Das könnte passen. Laufplan brauchen wir nicht mehr ganz so viel. Gibt ja nur noch 15 Runden. Das reicht eh aus. Habe ich ihm da
Was nicht gespeichert? Ich glaube doch, oder? Das war einfach nur, weil wir nur was am Flügel geändert haben. Deswegen ging es so fix. Ja, aber das ist ja natürlich auch mal spannend. Dann los, mein Guter. Fahr mal. DRS is disabled, DRS disabled. Yeah. Hatten Reifen halten super lange durch hier, das ist auch schon mal nicht schlecht. Taking the flag. Na, schauen wir mal, wo wir bei rauskommen hier. Jeweils mal bei den Setups, Leute. Bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. So, 67, 58%. Naja, immerhin, wa? Dann ab ins Qualifying. Herzlich willkommen. Ja, moin. So, Q1. Habe ich überhaupt Leistungsvorgaben gemacht? Scheiße, glaube ich, vergessen, oder? Wurde mir das gar nicht vorgeschlagen diesmal? Ist das letzte Mal schon gemacht? Hm. Naja, okay. Wir starten auf Softs. Das ist ein Qualifying Q1. Nehmen wir da bessere Teile? Ah, ich würde sagen, ja, ne? Sparen wir uns vielleicht eine Runde. Passt es auch. Setup bleibt erstmal so. Wir legen los. Qualifying managen. Yes, sir. Wer fährt vorne weg? Also sie ist immer ein bisschen schneller, glaube ich, Bogengeschwindigkeit. So, eine fliegende Runde in der Hoffnung, dass die ganz gut wird. Ohne viel Verkehr und so. Stay negative. 42,3. Okay. Schauen wir mal, was die Zeit wert ist. Norris, dahinter Tsunoda, Hülkenberg, Russell vor uns. Der Benz, das ist schlecht. Das ist schon wieder schlecht, wenn schon wieder die Mercedes vor uns sind, Leute. Das ist schon wieder... Das ist nicht gut. Bleib mir aber auf den alten Reifen, da fahren wir eh nicht nochmal. Und dann fahren wir vielleicht nochmal eine Runde, aber mehr werden wir nicht machen. So, was sagt das Setup? 91% sagt, Bremsstabilität sieht nicht gut aus. Da werde ich nicht viel dran ändern können jetzt gerade. Der Rest passt bei ihm zumindest. Bei ihm sagt es 98%. Da sieht es auch nicht allzu gut aus. Bei dem einen Wert. Auch bei der Bremsstabilität, aber das ist schon noch in Ordnung. So, schauen wir mal, was die Jungs sagen. Wenn wir nochmal raus müssen, bis jetzt sieht es nicht danach aus. 6.8. Das ist dann 9. Naja, da fahre ich nicht nochmal raus. Das sollte passen. Schön. So, wo sind wir jetzt? U2 Vorbereitung. Ja, wir nehmen wieder die alten Reifen erstmal für die erste Runde zumindest. Danke. Und legen los.
Setup kann ich hier eh nicht ändern. Ist zu weit. Schau mal, wie es im Q2 aussieht. Und ein kleines bisschen Windschatten gekriegt. 1,42,2 ist, glaube ich, ein bisschen besser, ne? 1,43,1 hatten wir davor, oder? Bin mir da nicht allzu hundertprozentig sicher. Mal schauen mal. 1,41,4, na, die sind schon nochmal eine ganze Ecke besser, Leute, ne? Also viel entwickelt haben wir hier nicht mit dem Auto, muss ich mal so sagen. Aber letzte Season war das besser, was wir gemacht haben. Das sieht hier alles nicht ganz so gut aus. Warum Sainz so langsam ist, weiß ich auch nicht. Die Benz, dass die vor uns sind, das ist traurig. Naja. Weil da gehören sie eigentlich auch hin, ne? Hohe Erwartungen und so. Aber eigentlich ist es anders. So, wir warten jetzt hier auf jemanden schnellen, an dem wir uns dranhängen können. Und dann geben wir Gas. Die sind alle nicht schnell. Na, Russell vielleicht, aber warte eher auf so einen Vettel. Verstappen meine ich. Oder ein Perez. Ein Perez geht auch, Leute. Dann nehmen wir uns Perez. Wo wir rauskommen. 6.7. ist ja erstmal gar nicht so schlecht, aber also ich meine, 6.7. ist okay, Leute, aber wenn wir Dritter in der Konstrukteurswertung werden wollen, dann reicht das halt nicht aus, ne? Ja, sie wurde aufgehalten, oder? Kann das sein? Und die haben sich beide kaum verbessert. Mhm. Spannend. Beide kaum verbessert. Na gut, Leute. So, Q3-Vorbereitung. Letztes Qualifying, okay. Auch hier nehmen wir alte Reifen. Erstmal. Legen los. Wir werden letzter im Q3, Leute. Sei ich euch ganz ehrlich, Position 9 und 10. Okay. Currently P2. It was a better lap. Schneller als wir. P9, P10, Leute. P9, P10. Hervorragend. Also selbst mit den größten Tricks, Leute, ist im Qualifying irgendwie das Auto, das ist noch nicht so weit, dass man wirklich sagen kann, wir sind hier echt gut, kompetitiv, konkurrenzfähig, etc. pp. Könnt ihr vergessen, ja. Verstappen ist leider zu weit weg. Okay, that is the checkered flag. Gasly hat sich ein bisschen verbessert, Ocon gar nicht. 8.10. Stroll ist dazwischen. Ah, der konnte uns nicht absetzen von den einzelnen Autos und so weiter, ne? Da ging gar nichts.
Da ging nichts, liebe Leute, nichts ging da. Nun gut, dann sind wir jetzt im Sprint, nee, im Training. Was ist das hier? T2? Training. Zweites Training sind wir jetzt, okay. Gut, dann nehmen wir dafür mal einmal gelbe Reifen, genau, warum nicht? Da kann ich auch nur irgendwie... Also hier kann ich auch nur Flügel ändern. Ach gut, Leute, dann... können wir auch so fahren. Wenn ich nur den Flügel ändern kann. Flügel muss ich bei beiden nicht ändern. Bei ihm hier könnte ich ihn ändern. Also der Flügel ist genau das, was ich nicht ändern brauche. Warum ich nur den Flügel ändern kann? Das ist auch wieder wegen Sprintwochenende, ja? Was soll ich jetzt hier groß machen, Leute? Also eigentlich, die sammeln jetzt nur Erkenntnis, Streckeneingewöhnung und dort ist es, ne? Mehr machen sie nicht. Achso, ich hätte den vielleicht hier sagen sollen. Das ist jetzt natürlich wieder blöd gelaufen. Und, ich weiß auch, was noch blöd gelaufen ist. Die Leute fahren gerade auf den Komponenten. Das hätten wir auch wieder zurück ändern müssen. Naja, kann passieren. Das ist nun mal so. Dann vergisst man das hin und wieder mal. Gar nicht, was die da immer noch rumprobieren. Also wenn ich das Auto eh nur beim Frontflügel einstellen kann, da weiß ich immer gar nicht, was die da noch machen. Aber naja. Wird schon irgendwas Spannendes sein, nicht wahr? Irgendwas Spannendes wird das schon sein. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, die Session, die hätte ich hier auch simulieren können. Ich meine, hier ist ja jetzt eh... Bis darauf, dass sie im Kreis fahren, passiert ja jetzt hier nicht mehr, ne? Oder... Mal gucken, was dann im Rennen, wie genau passiert, ob wir da... Oder auch im Sprint, ob wir da unsere Pace vielleicht ein bisschen erhöhen können durch eine schlaue Strategie oder so. Aber das ist halt auch mal schwierig, Leute.
Bin mir auch tatsächlich nicht ganz so sicher, warum unser Auto so schlecht ist bei niedriger Geschwindigkeit. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, da müssten wir uns echt nochmal ein bisschen mit beschäftigen, weil wir haben nämlich gerade auch Frontflügel und Frontflügel ist normalerweise das, was du brauchst für niedrige Geschwindigkeit. Da sind wir gerade fleißig dabei und nun ja, das da habe ich auch schon darauf fokussieren lassen, dass man sich da vor allem um die niedrige Geschwindigkeit kümmert. Aber da ist bis jetzt noch nicht allzu viel irgendwie, ja, nicht ganz so viel Gutes bei rausgekommen. Zumindest haben wir uns nicht verbessert, liebe Leute. Das ist schon ein bisschen Katastrophe, um das mal so zu sagen. Und auf jeden Fall auf Soft, oder? Also ich meine, für Runden 17 sind das. Jetzt habe ich da Strategien hier managen. Also entweder... Klar, nehmen wir noch die Softs, logisch. Alten Softs, fertig. Geil. Okay. Autoteile, kann ich hier nochmal was ändern? Oh, ich weiß nicht. Nehmen wir hier die alten Komponenten mit. Ich meine, es ist... Na ja, jetzt haben wir die eh schon mal eingebaut. Jetzt fahren wir einfach mit denen weiter. Ein gutes. Ich würde sagen, wir nehmen... eine Runde weniger Sprit mit. Wobei, hier kann ich glaube ich nicht viel machen, ne? Schauen wir mal. Okay, wir sind bei auf P8, P10. Na, mal sehen, wo die Reise hingeht, liebe Leute. Beim Sprint, Wochenende? Starten alle auf Softs. Ja. So sinnvoll. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja, sie hat einen schlechten Start erwischt anscheinend. Aber wir halten gegen. Tja. Na komm, Gasly. Pull, pull. Kann nicht sein. Wer ist denn das da? Das ist Lance Stroll. Gegen den wirst du doch wohl gewinnen, oder was? Oh, Mann. Bescheiden, bescheiden. Fighting. Hätte gerne, dass Gasly nach vorne aufschließt, aber irgendwie scheint so langsam zu sein. Schaut euch das an, Leute. Die fahren vorne alle weg. Oh Gott. DRS enabled. Okay, mate. Currently P10. Gasly, the car ahead. Came out behind us. Okay, mate. Let's keep looking up on these tires. Copy. Kommt er jetzt vorbei? Jetzt muss er noch mal durch sein. Jetzt ist er durch, jawohl. Oh, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Wunderbar. Dann machen wir gleich mal Tire Management. Immerhin. Sind das hier harte Reifen von Russell? Was ist denn das? Russell auf harten Reifen, ich glaube. Das ist ja Wahnsinn.
Dann müssen wir die Reifen wieder unter. Ich glaube, an dem müssen wir tatsächlich jetzt gleich dran vorbei. Dann sollten wir es vielleicht nochmal probieren. We are happy also to for you improve the pace there. Ja. Hier vielleicht. Ist ganz dicht dran, ne? Herr Gasly. Kommt nicht dran vorbei, ja. Ne, schafft er nicht. Hoffentlich hier. Oder vielleicht hier. Auch nicht. Hier vielleicht. Ja. Hier wird's nochmal was. Sehr schön. Oder? Oh. Wie kann er sich manchmal nicht so richtig durchsetzen, ne? Habe ich so das Gefühl. Schon verloren. No DRS, no DRS, sorry. Können wir den Abstand da überhaupt nochmal aufholen, da vorne nach zu Alonso, oder sind die 1,2 Sekunden eigentlich schon, das war es eigentlich schon, ne? Ich glaube, das wenn man die wieder nochmal einholen können. 15 Runden. Schwierig, da überhaupt mal dran vorbeizukommen. Ne? Jetzt wird Gasly wieder geholt. Naja. Da. Schade, Leute. Ne? Ah. Bleibt mal erstmal dahinter, würde ich sagen. Ist besser. Copy. Yellow, okay. Und vor allem mit mehreren Autos. Mhm. So, was wird der Fehler? Wer war es denn gewesen? Das ist hinter uns. Mhm. Wir fahren aber gleich wieder los. Die fahren aber gleich wieder los, die Jungs. Alles klar. Müssten wir jetzt doch langsam mal dran sein mit Ocon, oder? Dass das DRS aufgeht, meine ich. Hoffentlich. Jetzt sind wir. Na, immerhin.
Ja, ja, überholen fehlgeschlagen. Alles gut, mein Guter. Du musst da jetzt noch nicht überholen. Chill mal erstmal noch mal ein bisschen und dann passt das schon. Also die kann da auch mal noch ein bisschen chillen und dann schauen wir mal, wenn wir vielleicht zum Ende nochmal irgendwie kriegen. Die anderen sind eh weg, Leute. Die sind weg. Die fahren auch einfach schneller als wir wieder. Also das neue Chassis hat anscheinend auf dem Papier was gebracht, aber so wirklich, glaube ich, Leute, da sehe ich nicht ganz so viel hier, muss ich fairerweise mal sagen. Wie weit ist der Abstand nach vorne? 2 Sekunden, das schaffen wir nicht. Das sehe ich nicht, wie wir das schaffen sollten, Leute. 2 Sekunden hole ich doch nicht einfach so auf. Wie? No lift and coast required. Copy. Mal Gassi lässt sich auch wieder überholen jetzt hier. Hier hinten in dem Bereich sind wir extrem langsam. Da, wo die niedrige Geschwindigkeit entscheidend ist, da sind wir extrem langsam. Muss man einfach mal so sagen, da sind wir wirklich richtig doll langsam, Leute. Con muss überholen jetzt. Ich weiß nicht, was die Russland gegeben haben. Sind die besoffen oder was? Das ist doch echt ein bisschen peinlich hier. Keep your pace up. Yeah, copy. Boah, echt leid, ne? Für ihn jetzt hier, aber naja. Zehn Runden. Muss man langsam auch anfangen zu sparen eigentlich, ne?
Mit dem Sprit und so. Let's look after these tires. Copy. Um 1-3. Jetzt dran, alles gut. Look after tires. Copy. Focus on tires. Copy. Und ist wieder rausgefallen. Let's pick up pace up, let's go. Okay. Ja, so passt. Alles gut. So, was haben wir jetzt vor uns? Wir haben jetzt vor uns den Alonso. Naja, tatsächlich, Leute. Das heißt, wir sind nur mal an Alonso die 2 Sekunden rangekommen. Sagen wir mal so, Stroll hat uns rangebracht. Copy. 0,8 ist schon wieder knapp, Leute, ne? Keep pushing. Ja. Copy. Keep pushing. Copy. Schon wieder so knapp, dass wir da... dass wir da wieder durchziehen müssen. DRS is disabled. DRS disabled. Ja, copy. No lift and coast required from our side at the moment. Copy. Come on. Copy. Okay, mate, let's try and protect the tire. Copy. So. Quasi wieder nicht ran, Leute, ne? Wieder aus dem Windschatten rausgefallen hier, ist extrem schade. Müssen wir quasi wieder pushen, bis wir dran sind, Leute, ne? Wieder fett pushen auf die Reifen. Und die fighten da vor uns, also da könnte man durchaus noch was hinkriegen, ne? Muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Let's push, come on. Copy that. Just hold down. Copy. Also was ich eigentlich machen will, ist, dass wir hier ranfahren und dann auch wirklich unsere... Sie hält das wieder nicht. Der hält das nicht. Sind die Reifen schlechter als von denen? Naja. Niemals, Alter. Eigentlich nicht. Also sie tut sich extrem schwer, da die Pace zu halten, Leute. Extrem schwer.
glaube nicht, dass wir das nochmal schaffen. Mit Gasly, also jetzt sind es schon wieder 1,3 Sekunden. Irgendwann müssen wir auch wirklich einfach mal sagen, abreißen lassen, ne? Also müssen auch unbedingt Sprit sparen. 6 Runden vorm Ende. 2 Kilo, das müssen wir schon erstmal reinholen. Jetzt hat Alonso nochmal richtig Pace gegeben, ne? Also richtig. Reifenmäßig überhitzt, ist mir klar, ich sehe es. Danke. Ich will aber die Abstände nicht aufreißen lassen hier. Ich habe mal gelernt, dass es eh nicht klappt da hinten, ne? Ja. Ich glaube, wir lassen ihn mal lieber auf Full Push, damit wir hier in die eine Sekunde reinkommen. Recharge on, please recharge on. 67%. Naja, die fahren alle auf leicht hier. Jetzt ist er dran. Can go tire management. Yeah. Schnell ist er ran, ne? Haben wir es nochmal geschafft. Und Stroll hat irgendwie, ich weiß nicht genau, was mit Stroll war oder ist oder wie auch immer. So, wir lassen ihn jetzt erst nochmal schön dranhängen hinten. Bis die Reifen wieder auf Normalo-Temperaturi sind. Und dann hoffen wir mal, dass wir damit, ja, dass wir dann ganz gut durchkommen, ne? Das will ich vielleicht am Ende hier nochmal holen, den Stroll. 9 Sekunden Abstand, Russell. Lol. Das Problem ist, ich habe
So ein bisschen die Angst, wenn ich Gasly... Also ich muss mit Gasly einmal dran vorbeifahren. Das muss ich hinkriegen. Und dann muss Ocon eigentlich an beiden dran vorbei. Weil Ocon hat halt mehr Ressourcen noch im Auto. Mit dem könnte ich noch ein bisschen mehr machen. Vor allem Batterie und Reifen halt, ne? Ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn ich aber hier Swap Cars mache, dass die... dass das halt nicht klappt, ne? Sagen, wir nehmen ihn mal hier raus. Und er soll... Wir sollen ihn jetzt hier vielleicht mal überholen, ne? Wenn das gehen würde. So, dann... Genau, also ich sag mal Ocon... Gib bisschen Gas, mein Guder. Und Gasly sage ich, nicht gegen Teamkollegen kämpfen. Keep your pace up. Copy. Genau. So, 9-8, alles gut. Und jetzt sind wir ja vorne eigentlich schon dran, Leute. Eigentlich sind wir an den Jungs jetzt schon dran. Jetzt können wir mal gucken, wie weit Gasly zurückgefallen ist. Ja, nicht ultra weit, ne? Nein. Passt schon. Da kommt Gasly wohl nochmal ran, würde ich hoffen. Okay, 3 laps remaining. Ja, 3 laps remaining, Leute. Hoffentlich reicht das noch, ne? 0,8. Mal sehen, ich bin gespannt. Nicht, dass die Karre uns ausrollt. Kurz vorher. Hat Gasly DRS gekriegt? Nein, scheiße. Okay, Leute. Push, push. So, mit Ocon haben wir jetzt noch Möglichkeiten. 62%, Batterie voll. Schauen wir mal. Let's pick our pace up, let's go. Yeah. Look after the tires. Copy. Sie ist auf jeden Fall dran, immerhin. So, 0-1, 0-0. Wunderbar. Hammer, Leute, sehr schön. No more lift and coast required. Copy that. Das sieht ja ganz gut aus, würde ich sagen. So, 2 more laps to go. So, jetzt versuchen wir mit Ocon zu überholen. Push. Copy. Schafft er nicht. Also hier zu überholen, lol. Wo wollte er jetzt dahin? Fragezeichen. Awesome. Fantastic Esteban, keep it up. Okay, fantastic Esteban, keep it up.
Final Lap, mit Gasly reicht's glaube ich gerade so mit dem Sprit, ne? This is the last lap. Ja, nee, alles verteidigen, mein Geruch. Oh, nee, das kann nicht sein, dass er wieder dran vorbeikommt. Ey, Leute. Was ist denn das? Come on. Let's keep the pressure on, mate. Copy. Yes. So, und jetzt immer verteidigen. Genau. So. Jetzt immer verteidigen hier, Junge. Let's do what we need to stay ahead. Stay ahead? Genau. Kann nicht sein, ja. Gasly hat es übrigens nicht mehr geschafft. Er hat nicht mehr die Pace halten können. Leider. Gasly ist bei 0-1. Ich hoffe, der schafft's, Leute. Nicht, dass er kurz vorher... Ja, guck wieder. Jetzt bei 0-0. Lol, Leute, oh mein Gott. Kommt Gasly über die Linie? Ich meine, Ocon ist jetzt vorne, alles gut. Oh, 0-0. Uiuiuiui. Ja, gerade so geschafft, hä? Aber gerade so geschafft. P7, P9. Naja. Schönes anders, liebe Leute. Schönes anders. Aber wir haben gemanagt, was ging. Alter, wir haben uns viel Mühe gegeben. Das ist toll, dass man sich viel Mühe gibt. Ja, das ist immer gut, wenn man sich viel Mühe gibt. Okay. Ja, gut. Der Renntag beginnt und die Ja, genau. Renntag beginnt, liebe Leute. Aber das sehen wir zum nächsten Mal. Rennen ist nämlich nochmal eine größere Sache. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das war jetzt ultra lange. Wir sehen uns wieder im Rennen. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Shifty.